Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um ein BG-Achievement aus der Tiefenwindschlucht, die ja mit 8.3 neu aufgesetzt wurde. Und hier gibt es einen Erfolg, der schimpft sich übersättigt. Und für diesen müssen wir 50 in 50 Kämpfen quasi gekochtes oder Festmehler essen, um satt zu werden, bevor die Schlacht der Tiefenwindschlucht beginnt. Erstmal, wo müssen wir rein? Wir müssen uns einmal queuen. Und zwar hier unter Spieler gegen Spieler, dann unter Schnellsuche. Und wenn ihr nur die Tiefenwindschlucht queuen wollt, dann könnt ihr hier auf spezifische Schlachtfelder gehen. Tiefenwindschlucht. Blöderweise müsst ihr da teilweise relativ lang warten. Und dann ist es so, dass wir, bevor hier die Türen aufgehen, also bevor die Schlacht beginnt, müssen wir so Festmähler essen. Und da gehen hier diese Rippchen und auch viele andere. Und die bekommt ihr unter anderem hier bei diesem Händler. Bei der Hornseite, auf der anderen Seite ist es quasi einfach gegengesetzt. Da habt ihr auch so einen Händler. Und der verkauft euch hier zweierlei verschiedene Food-Geschichten. Wenn ihr die esst, kriegt ihr nämlich dann 10% Ausdauer. Das ist ganz praktisch, weil das können wir jetzt hier mal machen. Und die müsst ihr halt essen, bevor das Tor aufgeht. Mehr ist es nicht. Jetzt könnt ihr, wenn dann, drauf spekulieren, dass andere Leute das Food aufstellen, also es können alle aus dem Raid essen, oder ihr müsst halt Marken ausgeben und wie gesagt, hier kostet ein Food eine so eine PvP-Marke und die bekommt ihr, wenn ihr unter anderem alle möglichen PvP-Aktivitäten macht. Also wenn ihr ein BG gewinnt oder wenn ihr eine Arena gewinnt, bekommt ihr die manchmal und dementsprechend kann man das eigentlich ganz gut mitnehmen. Genau, das ist es eigentlich soweit. Wenn ihr die anderen Achievements hier aus dem BG auch noch machen wollt, also mit 100 Wins über für den Markt und solche Geschichten, dann kriegt ihr das eigentlich easy zusammen. Ich habe mir jetzt persönlich keine Essen gekauft, um die selbst zu stellen, sondern habe immer geleacht bei anderen Leuten, die das Food gestellt haben. Müsst ihr halt überlegen, ob ihr diese Ehrenabzeichen sparen wollt und drauf spekuliert oder ob ihr sagt, ich will das Achievement Shell haben, ich kaufe mir die Buff-Food-Geschichten und stelle die auf. Und manchmal bekommt ihr diese Buff-Food-Festmehler übrigens auch aus Kisten raus, über PvP-Aktivitäten. Also ihr müsst die auch nicht unbedingt kaufen. Genau, das war es soweit mit dem Achievement Guide. Denkt dran, das ist quasi ein Achievement, das mit 8.3 erst rein ist, denn die Tiefenwindschlucht wurde hier neu aufgelegt. Und ihr seht, jetzt läuft es halt so wie Errati mit 5 Basen. Genau, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.